R-E-W-I-N-S-I-D-E. Herzlich willkommen hier vom wunderschönen Strand aus Long Beach. Wir haben jetzt mal die Hochhäuser hinter uns gewählt, weil wir dachten, dass ihr den Strand schon 10.000 Mal gesehen habt. Ja, aber schön gewesen, weil da gerade so ein Haufen Schmöd. Ja, eigentlich voll langweilig gewesen. Leute, wir werden heute wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Wir haben auf Twitter wieder unter Hashtag AskJovi gefragt nach euren dümmsten Fragen. Und ganz ehrlich, Leute, ihr habt euch richtig hart Mühe gegeben, richtig dumme Fragen zu stellen. Also eigentlich hat sich nichts geändert, es war so wie immer. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Jody, lies gerne die erste Frage vor hier. Bitte schön, mach mal hier. So, hier, zum Beispiel von Dena. Felix von der Lahn fragt, wieso bist du aus dem Ufer ausgezogen? Felix, ich kann dir das ganz schnell beantworten. Und zwar habe ich eine professionelle Umzugsfirma beauftragt, die tatsächlich mein komplettes Büro leer räumt und meine Sachen verbrennt, weil ich keinerlei Erinnerungen mehr an das Ufer haben möchte, weil sämtliches Zusammenleben mit dir die reinste Hölle auf Erden ist. Machen wir einfach direkt weiter mit der nächsten Frage. Juli04 fragt, wer stinkt mehr? Wird ja safe sagen, dass du das bist, oder? Geht's noch? Ja, also ich meine, wenn wir jetzt mal ganz real sind, ne? Nein, Spaß. Ich glaube, ich stink auf jeden Fall mehr, oder? Ja. Was würdest du? Oh, shit. Nächste Frage. Juli05 fragt, wer stinkt mehr? Also ich würde sagen... Hä? Das bist du. Die Frage... Ja, okay. Nächste Frage dann. Juli04 fragt, wer stinkt mehr? Alles klar, Jody. Das ist gerade echt weird. Die Frage hatten wir schon mal. Jetzt schon zum dritten Nein, Mal. Nein, das stimmt nicht. Das ist ja wie in dem Film Happy Death Day, wo wir bald auf der Community Preview anzutreffen sind. Ah! Bist du verrückt? Du kannst doch nicht Sand gegen die Kamera schmeißen. Kann man schon. Und zwar, meine Freunde, sind wir am 30.10. in Nürnberg zu einer weiteren Community Preview anzutreffen. Das haben wir letztes Mal schon mal gemacht. Das hat ultra Spaß gemacht. Da dachten wir uns, klar, machen wir nochmal, oder schmeckt? Und zwar sind wir am 30.10. wie gesagt in Nürnberg anzutreffen. Der Link dazu... Mach mal deine Musik raus da hinten. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, ebenso der Link zum Trailer und zu den Teilnahmebedingungen. Checkt das Ding auf jeden Fall mal aus. Bewerbt euch mal bitte auch nur, wenn ihr Zeit habt und alt genug seid, Leute. Alle Infos, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Wir würden uns sehr freuen. Und es war gerade schon eine kleine Anspielung, was in dem Film so passiert. Die Leute, so mit ihrem Fahrrad so. Scheiß Touristen. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar schreibt Thomas Eberhardt, darf ich das Video beenden? Thomas Eberhardt, bist du irgendwie dumm oder so? Sind wir über 10 Minuten? Alter, habe ich schon zweimal Werbung geschaltet? Nein, habe ich nicht, Mann! Boah, ich liebe es, ich kann hier am Strand rumschreien, keiner versteht mich. Ah! Gleich kommt die Polizei. Jaff XLE fragt, ask Jovi, der gelbe Mond oder der dunkle Mond? Jovi, der gelbe Mond oder der dunkle Mond? Der dunkle, oder? Ich finde den gelben schöner, aber auf iOS. Was ist das für eine Frage? Ich finde, das ist eine dumme Frage. Halt, also richtig, ich finde den dunklen Mond richtig nice. Also das ist das, was die Leute aber weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe Sonnenbrand an dem Ohr und ich gucke gerade mit dem Ohr genau in die Sonne. Das wird du guckst mit dem heißer. Ohr in die Sonne? Ja, wer kennt das nicht, ne? Hör auf, gut, bitte! Das machst du gut. Ganz toll. Hör auf! Jetzt reicht's. Fashion Rogin 454 fragt, wer ist sportlicher von euch? Also ich glaube, overall bin ich sportlicher. Ja! Hä? Mach mal irgendwas sportliches. Okay, warte. Man sieht das jetzt nicht, aber Leute, schaut mal. Komm mal her. Du sollst was Sportliches machen, nicht der Micha. Stell dich so, dass man dich nicht sieht und ich mache jetzt einen Handstand. Dann sieht das so aus, als würde ich einen Handstand machen. Okay. Oh. 1, 2, 3, los. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Wer ist sportlicher? Ah, du Affe, wieso? Also ich bin auf jeden Fall der Sportlichere von beiden. Ich gehe regelmäßig zum Fitness. Und Jody, was machst du? Ich bin sportlicher als du. Alles klar. Die nächste Frage. Wann heiratet ihr endlich mal? Ask Jovi von Kelly Popelli. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin immer so überfordert, wenn du so fragst. Was soll ich sagen? Wann heiratest du denn? Sag das doch mal. Ja, wann heiratest du denn, hä? Ja, weiß ich nicht. Ja, sag doch halt. Ja, sag doch mal. Ja, sag doch mal, wann du heiratest. Ja, keine Ahnung, Leute. Sollen wir irgendwann mal heiraten? Weiß ich nicht. Ja, sind wir überhaupt zusammen? Sind wir überhaupt zusammen? Weiß doch keiner. Sollen wir uns ja küssen vor der Kamera? Nee, bleh. Ja, schade, Leute. Okay. Habt ihr schon einen Clickbait-Titel für die Folge? Schreibt Cora Inside Calussi. Haben wir noch nicht eigentlich, nee, ne? Eigentlich nicht. Haben wir noch nicht. Müssen wir noch finden. Cora, aber Cora, gute Frage. Wir werden auf jeden Fall jetzt hardcore einen suchen. Wenn nicht, machen wir einfach wieder ein Bild und schreiben in den Titel. Sind wir ein Paar? Wann heiraten Liebt sie wir? Mich wirklich? Wann heiraten wir? Schon, wir? Ne? Hatten wir schon alles durch. Wir müssen Shit. Lieben wir uns? Dann machen wir so.
Weißt du, dann machen wir so ein Thumbnail, Leute, perfekt. Dann kriegen wir auf jeden Fall die Klicks auf jeden Fall wieder rein. Casual Vadikala schreibt, warum packen wir eine runde Pizza in viereckige Packung und essen sie dann als Dreiecke? Jody, Geometrie, das für dich. Du bist der Klugkopf von uns beiden. Das ist einfacher, eine eckige Packung zu produzieren als eine runde. Als eine runde. Ja, okay. Wieso das schneiden macht wir die auch in Dreiecke? Mehr Sinn. Warum schneiden wir die in Dreiecke? Darf ich das beantworten? Weil das Sinn macht, wenn man es ja durchschneidet. Weil die ja proportional natürlich ganz gerecht für jeden verteilt werden müssen. Dann wären warum? Wenn Stücke. Du alleine die Pizza isst, man schneidet sie trotzdem. Ja, dann ist es aber trotzdem, da fahren Bananen am Strand lang. Was zum Teufel? Leute, jetzt gleich im Hintergrund fährt eine Gruppe von Bananen auf einem Fahrrad. Ja, die USA. Wuhu, spannend. Hey. Warte, Leute, jetzt gleich kommen sie. Hoffentlich fällt einer von denen hin. Das wäre das geilste Video der Welt. Einer sogar noch auf dem Longboard, auf dem Skateboard. Hä, wo ist der? Da hinten. Oh ja, hält dich fest. Ja, da jetzt, Leute. Ich weiß nicht, Jody, geh mal ein Stück. Ich glaube, man hat das gesehen, falls nicht zu unscharf ist im Hintergrund. Schön. Mucke bitte aus auch, ja? Danke, wir drehen hier ein Video. Okay, Alex Hasler fragt, hat Jody einen Penis? Jody fehlt doch. Aber hat Jody einen Penis? Einen Penis. Hast du einen Penis? Ich hab, glaube ich. Hast du ein paar Pennies für mich? Hast du einen Penny drin? Wortwitz. Jody, hast du einen Penis? Zeig mal, hast du einen Penis? Hast du einen Penis? Ein Nickel. Ah, sie hat einen Nickel bei ihrem Nippel und einen Penis bei ihrem Penis? Ja, genau. Ja, schön. Ja, toll. Aha, okay, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Lars the First schreibt, wo seht ihr euch eigentlich in circa 10 Jahren? Würde mich einfach mal interessieren. Lars, genau an diesem das Strand. Ja, vor allem, wenn Leute mit diesem Fragezeichen mit diesen Emojis, da kriegt man das direkt ist so, das Augen, ist so Fleißpunktchen kriegt man dafür. Fleißpunktchen? Fleißpunktchen. Weil da musst du ja erst raussuchen, dann steht ein Fragezeichen. Habt ihr Lars, Alter, also Lars, du bist echt ein fleißiger Kerl. Du bringst in deinem Leben sowas, ne? Kriegst du, Lars. Nochmal hier ganz kurz appreciated, wie eigentlich jemand vor dem Mikrofon steht, damit der Winter nicht reinkommt. Machst einen super Job, machst du das. Spitze. Kannst auch ruhig mal klatschen. So, machen wir weiter, Leute. Wo sehen wir uns in 10 Jahren? Gute Frage. Also ich sehe mich als internationalen Minecraft-Superstar. Ja. Was ich ja jetzt quasi schon bin, nur international. Das heißt, ich werde bis dahin Spanisch fließend sprechen und Englisch. Chinesisch. Das ist so scheiße hier. Chinesisch bin ich gerade dran, Leute. Das ist so mein Ziel. Was ist bei dir? Ja, ich werde Hausfrau dann. Ja? Also wir haben beide sehr hochgestochene Ambitionen, wie ihr merkt. Es klingt sehr, sehr traurig eigentlich. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, um das Ganze wenig aufzuheitern. Und zwar schreibt Markus Thieler, wann zieht Jody ins UFO? Ist jetzt ein Zimmer frei, ne? Oh mein Gott. Niemals in meinem Leben würde ich jemals Weil Dana da wohnt. Nee. Lee schreibt, wer von euch hat zuerst seine Jungfräulichkeit verloren? Ich glaube, das warst du. Keine Ahnung, weiß ich das Datum nicht mehr. One. Ich war 17, wie alt warst du? Oh ja. Du warst 15. Vier, oder? Vier. Fünf warst du, sechs. Sechs hast du fünf oder mit fünf hast du sechs? Darüber darf man gar keinen Spaß machen. Darf man gar keinen Spaß machen. Manche haben ein echt doofes Schicksal und dann passiert das mit fünf. Das schreiben wir rein. Markus Thieler schreibt, wie viel Quadratmeter hat euer Airbnb? Ungelogen, gefühlt 10. Keine Ahnung. Oh ja, das war so bestimmt so 40 Quadratmeter oder so. Ja, das Wohnzimmer vielleicht. Also da pennen jetzt halt vier Leute drin in einem Zimmer, wo halt eigentlich zwei Leute drin schlafen können. Ja. Ist ein bisschen knapp, Leute, aber wir sind ein bisschen knapp bei Kasse hier. Ne? Nee, müssen ja hier Low-Budget-Produktion. Und das war so geile Lage. Das geile Lage, man oder? Man ist ja nicht eben da. Man ist nicht geile Zeit auch. Man ist nicht in L.A. um geil. Hotels. Sie sagt, du kleines Arsch. Willst du mich... würdest du Jody gegen einen Fliesentisch eintauschen? Nach der Aktion würde ich das fast schon überlegen, ja, wenn der Fliesentisch genauso praktisch wäre wie Jody. Du bist praktisch, funktional. Oh, das funktioniert ist, gut. Ist ein nettes Kompliment. Ne? Ist danke. Sehr, sehr gut dahergesagt. Also alle Frauen, wo wir stehen hier, der ist toll mit Komplimenten. Du bist auch gut. Gut bist du auch. Oh, und toll. Nett. Und wow. Hübsch auch, hübsch. Oh, jetzt wird es schon fast wirklich nett. Alles klar. Hä? Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar schreibt Alperstein, wie lange? Ich weiß nicht, Alperstein, ich würde sagen 3 Wochen circa, oder? Würdest du mehr sagen? Ich würde sagen 12. 12? 12 Tage? Ja, einfach 12. 12, Alperstein 12, okay? Ich glaube, da ist deine Antwort dir auf jeden Fall mitgegeben. Und by the way, kommt jetzt endlich der Camkuss? Haben wir schon. Nächste Frage. Ich meine, Jody, komm mal hier. Nein, ich will das doch gar nicht. Aua, das ist so laut! Aua! Ja, super. Das wird ja auch machen. Kann ich nicht. Ja, so leise. Was soll ich sagen, Leute? Letzte Frage von Laserfinde. Fragt nämlich, wart ihr mal zusammen auf Klo? Und ich antworte mit... Oh mein Gott, gerade ja. Eben in dieser Sekunde. Ja, gerade eben in dieser Sekunde. Jody hat sich da vorne ein Loch gebuddelt am Strand und ich habe zugeschaut. Also Leute, nein, Top Mann, Zeit ich hier. Ich saß im Hotel auf dem Klo, hab Pipi gemacht und er kommt einfach rein. So.
Pipi. Sie hat fett geschissen, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war das letzte Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei den Links in der Beschreibung vorbei, Leute. Da erfahrt ihr alles über unsere gemeinsame Community Preview, wo ihr die wunderschöne Jodie Calussi, hey, ich habe ihn im Stein getroffen, übrigens auch antreffen könnt, Leute. Happy Death Day gibt es und yo, Alter, wirft ihr direkt mit so einem fetten Ding auf mich. Macht bitte nicht. Ja, Leute, das war's von diesem schönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, schaut bei der lieben Jodie vorbei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, du kleines.